Herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Fobamos, Geschäftsführer von Kuhl. Ich zeige euch heute in diesem Video die Schwerpunkte von Kontrolle 2021, auf was es sonst allgemein darauf abkommt, und möchte euch gewisse Hinweise geben. Als erstes würde ich euch gerne das risikobasierte Kontrollsystem kurz erklären, das wir letztes Jahr eingeführt haben. Wir werden weniger Grundkontrollen machen, also wir haben weniger Besuche für mehr risikobasierte Kontrollen, die wir vom Kanton in Auftrag bekommen. Risikobasiert bedeutet nicht, dass der Betrieb ein Risiko ist, sondern dass es gewisse Kriterien gibt, die man ausgewählt hat, die ein Risiko darstellen können. Und dort werden alljährlich Betriebe ausgewählt. Unabhängig, für was wir auf einen Betrieb kommen, ein kurzer Augenschein von den Tieren wird gemacht und es wird geschaut, ob keine offensichtlichen Mängel vorhanden sind. Und dann kann er den Rest der Kontrolle weitergehen. Und jetzt würden wir die vier Schwerpunkte anschauen, die 2021 kontrolliert werden würden. Gut, der erste Schwerpunkt in diesem Kontrolljahr wären Bufferstreifen. Ich stehe jetzt hier mit der Meerradhans auf einer Fläche, wo wir das gerade vor Ort anschauen wollen. Wir haben hier ein Gewässer und wir haben hier Acher. Und zwischen braucht es 6 Meter Grünstreifen. Das wäre hier erfüllt. Wir haben das vorher angeschaut. Im Gegensatz zu den 3 Meter Pufferstreifen am Waldzaun und den Hecken an, ist der Pufferstreifen am Gewässer nach 6 Meter. In den ersten 3 Meter darf man keine Pflanzenschutzmittel herstellen, man darf keine Düngung machen. Ab Meter 4 bis 6 ist nachher Düngung oder auch beschütteter Laub. Auch Silobauen lagern darf man in den Meter 4 bis 6. Das wäre das Pufferstreifenmerkblatt. Da steht eigentlich alles über Bewirtschaftung. Wo braucht es 3 Meter, wo 6, wo kann man Silobauen lagern, wo nicht. Das ist sicher ein sehr gutes Hilfsmittel, um sich auch fit zu behalten für Kontrollen. Wie wird der Schwerpunkt kontrolliert? Wir werden nicht auf jeden Betrieb gehen und die Bufferstreifen mit dem Bauer anschauen, sondern wir bekommen vom Kanton verschiedene Kartenausschnitte, die wir ohne Bewirtschafter anschauen. Wenn keine Mängel sind, schauen wir nichts mit dem Bewirtschafter an. Das bedeutet, er merkt gar nicht, dass er eine Kontrolle hatte. Bei den Bewirtschaftern, die wir Mängel feststellen, würden wir sie kontaktieren und dann kann man sie vor Ort anschauen. Wir kommen zum zweiten Schwerpunkt. Das wäre der Weideanteil beim Programm RAUS. Die Anforderungen im RAUS sind je nach Tierkategorie verschieden. Bei den Rindern gibt es während der Vegetation die Anforderung, dass ein Viertel, also 25% der Trockensubstanzaufnahme an jedem Tag auf der Weide erfolgen muss. Wie wird das kontrolliert? Wir werden vom Kanton die Betriebe bekommen, welche wir anschauen sollen. Als Richtwert kann man sicher sagen, dass wenn man 7 Aare pro Kuh hat, dass man dort gut drin ist. Also auf unserem Betrieb ist das kein Problem, die 7 Aare zu erfüllen. Wir haben einen Vollweidebetrieb und wir kommen ca. auf 50 Aare pro GVE. Ein weiterer Schwerpunkt ist der korrekte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Dort werden wir neben den Aufzeichnungen, die wir im ÖLN prüfen, Pflanzenschutzmittelanalysen nehmen. Wir werden die im Auftrag von der Pflanzenschutzfachstelle bekommen und werden dort auf den ausgewählten Betrieben von einer Kultur wie Herdöpfel oder einer Gemüsekultur Blattproben nehmen. Und das geht dann ins Labor. Und dort kommt dann heraus, welche Wirkstoffe sind nachgewiesen worden. Das wird dann mit den Aufzeichnungen verglichen. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass man prüft, ob das Mittel zugelassen ist, ob es für die Kultur möglich ist, das einzusetzen, ob es eine Sonderbewilligung braucht oder ob es vielleicht auch noch Auflagen hat bezüglich Abschwemmung oder Abdrift. Der vierte und letzte Schwerpunkt im 2021 wäre die Erosion. Das ist auch eine Anforderung vom ÖLN. Dort wird geprüft, ob es Erosionsereignisse gibt im Ackerbau bei Hanglagen. Gut, das wären die Schwerpunkte gewesen. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein paar allgemeine Hinweise, dass man sicher durch Kontrollen kommt. Das wäre erstens bei der Erhebung. Dort prüfen, ob alle Hochstämmer und Einzelbäume noch stehen, die ihr angemeldet habt. Dort die durchzählen. Dort schauen, ob die Ökoflächen, die ihr meldet, gängig noch so bewirtschaftet, wie ihr sie in den letzten Jahren gemeldet habt.
und schaut sicher auch schauen, dass nach der Erhebung Änderungen in der Bewirtschaftung oder bei den Kulturen noch nachgemeldet werden, dass es dort zu keinen Kürzungen kommt, weil man es vergessen hat zu melden. Wir kommen zum Schluss von diesem Video. Ich möchte mich herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen helfen können. Und sonst meldet euch melden bei meinem Inforama oder bei uns auf der Geschäftsstelle. Wenn ihr Fragen habt, da sind diverse Leute da, die gerne beantworten. Und noch etwas in eigener Sache. Wir werden ab diesem Jahr einen neuen Auftritt haben. Wir haben uns für ein neues Logo entschieden. Wir werden uns etwas mehr zeigen bei unseren Kunden. Wir wollen mehr in Kontakt treten und werden auch Mitte Januar ein Jahresschreiben an alle coolen Kunden versenden, wo wir auch die wichtigsten Informationen zu den Kontrollen werden beilegen. Dann sind wir am Ende von diesem Video. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und ich wünsche euch für Haus und Hof alles Gute.